Schönen Abend, herzlich willkommen beim Fußball. Für Rapid nehmen die englischen Wochen einfach kein Ende. Das nächste Europacup-Spiel steigt zuerst am kommenden Mittwoch in Manchester, aber auch heute war kein Ruhetag für die Hütteldorfer, denn heute stand das Nachtragsspiel gegen den LASK auf dem Programm. Beide Mannschaften sind ja nicht gerade berauschend in die neue Saison gestartet, aber beide haben zuletzt 2 Siege gefeiert. Die Hütteldorfer mussten zwar heute auf den verletzten Christian Stumpf verzichten, dafür war ein Spieler wieder dabei, der an ein medizinisches Wunder grenzt, nämlich Christoph Ratajczyk, vor 2 Wochen am Knöchel schwer verletzt. Aber Rapidarzt Dr. Lubscheider hat gute Arbeit geleistet, er ist auch getippt, Ratajczyk. Auf der anderen Seite Hans Kogler auf der Bank, der LASK aber mit jener Elf, die Sturm Graz zuletzt besiegt hat, bis auf eine Ausnahme. Paljanica, der Ukrainer, fehlt an seiner Stelle, der 5 Wochen lang verletzte Dubajic. Und der LASK beginnt sehr offensiv, Flanke von Westerthaler, aber zu weit für Markus Weißenberger. 7500 Zuschauer im Hanapi-Stadion, ideale Bedingungen, kühles Wetter und eine auch sehr offensiv und kampfstark ausgerichtete Mannschaft von Rapid. Hier René Wagner, die einzige Sturmspitze bei Rapid, dahinter ein dichtes Mittelfeld angeführt von Stöger und Kübauer und unter dem scharfen Blick der Polizei entwickelt sich ein wirklich ansprechendes und gutes Spiel. Kadalja Libero bei den Linzern, die Sturmspitzen sind Westerthaler und Riese. Da hat Kadalja gepatzt, Kübauer, Stöger, Kübauer, eine Traumaktion und das 1:0 in der 10. Minute nach einem Abspielfehler von Kadalja. Kübauer hat hier aufgepasst, hat die Situation ausgenutzt, Stöger eingesetzt, dieser revanchiert sich mit einem Doppelpass und Schickelgruber hat keine Chance. Hier noch einmal das 1:0, vorbereitet von Peter Stöger, Kübauer. Beide spielen abwechselnd offensiv hinter René Wagner, der einzigen Sturmspitze. Dann wieder ein Fehler von Kadalja, kann den Pass von Schöttl nicht abprallen lassen. Heraf ist da und 2 Minuten nach dem 1:0 das 2:0 durch Andi Heraf. Kübauer und Heraf schießen in 12 Minuten beide ihr zweites Meisterschaftstor. Schickelgruber zum zweiten Mal besiegt. Hier noch einmal der weite Pass auf Heraf. Kadalja, der Unglücksrabe, wieder ein individueller Fehler. Heraf ist da und so eine Chance lässt sich der routinierte Rapidler natürlich nicht entgehen. 2:0, ein Auftakt, wie ihn sich Trainer Ernst Dokopil gewünscht hat. Auf der anderen Seite wird Friedel Rausch etwas bestraft. Er ist mit seiner Mannschaft mit sehr viel Selbstvertrauen gekommen und die Mannschaft zeigt auch, dass sie gewillt ist, dieses 0:2 aufzuholen. Fehler von Konsel, aber die Linzer können daraus kein Kapital schlagen. Ruhe und Gelassenheit bei Ernst Dokopil, das kann er nach dem 2:0, keine Frage. René Wagner, manchmal wie auch Kübauer, etwas zu lang am Ball, ein Fehlpass, Kübauer attackiert nicht. Die anderen gehen im Bewusstsein des 2:0 auch recht langsam zurück. Reset. Dann Kadalja, der natürlich seinen Fehler ausbessern will und dann sehr viel in der Offensive zu finden ist. Schöner Pass in die Mitte auf den aufgerückten Reset, der von hinten nach vorgekommen ist und das 2:1 in der 25. Minute. Es lohnt sich, dass neben den Sturmspitzen Reset und Westerthaler auch Duspara, Dubajic und auch Markus Weißenberger so offensiv ausgerichtet sind. Reset mit dem 2:1 und beim Rapid-Anhang wird es ein wenig ruhiger. Dann wieder Schöttl, 3 defensive Spieler wie Leschak, Schöttl und Zingler, der hier am Ball ist bei Rapid, kein Offside. Schickelgruber ist draußen und verletzt sich hier bei diesem Duell mit René Wagner, der den Tormann attackiert hat, sehr zum Unmut von Friedel Rausch, dem LASK-Trainer. Hier noch einmal diese Szene. René Wagner versucht den Fuß zurückzuziehen, trifft aber Schickelgruber dennoch, aber der LASK-Torhüter kann weiterspielen. Der LASK weiter offensiv ausgerichtet, drängt auf den Ausgleich und wieder Reset. Diesmal ist aber Michael Konsel sehr rasch heraus gewesen. Schöttl. Heraf. Wieder ein schneller Sprint in die Tiefe von Stöger. Kein Offside. Dahinter hätte René Wagner gelauert. Schickelgruber hat den Stangelpass von Stöger abgefangen. Ein sehr gutes Spiel. Die LASK-Abwehr sehr offen. Immer wieder Durchbrüche der Rapidler. Stöger, Leschak
eine Riesenmöglichkeit durch Didi Kübauer knapp vor der Pause. Er scheitert am wirklich gut disponierten Last-Torhüter, der nichts dafür kann, dass die Abwehr manchmal vor ihm etwas löchrig ist. Hier noch einmal Kübauer und auf der Tribüne auch Alex Ferguson, der Manchester United Manager, der sich natürlich den kommenden Champions League Gegner ansagt, sagt, ja, Rapid spielt mit einer Spitze, das erwarte ich auch gegen uns. Geheimnisse, naja, Geheimnisse gibt es nicht allzu viele. Man sieht ja alles, was passiert. Rapid hat mich nicht überraschen können, spielt aber sehr stark. So, wie soll es weitergehen? Westerthaler erklärt das seinem Kameraden. Kein Wechsel auch bei Rapid. Und der Last greift zu Beginn der zweiten Hälfte wieder an, drängt auf das 2:2. Weißenberger, guter Pass auf Westerthaler, etwas zu weit und der sehr sprintstarke Michael Konsel, der Kapitän der Rapidler, rechtzeitig heraus. Zwei Mann sind hier frei, ein herrlicher Heber und das 3:1 in der 47. Minute durch René Wagner. Und sträflich vernachlässigt zwei Rapidler, denn neben René Wagner, ich glaube es war Peter Stöger, konnte hier noch frei auf das Tor von Schickelgruber ziehen. Jawohl, Stöger, Wagner, Kadalja kann nicht eingreifen. Wo waren seine Vorderleute, die Manndecker? Auf alle Fälle 3:1 und die Aufregung von Schickelgruber natürlich verständlich. Freude bei Wagner, der sich so auf den Knien den Rapid-Fans präsentiert. Dann ein Schlag von Metlitzki. Aufregung bei Ernst Dokupil, das ist verständlich. René Wagner bekommt hier den Ellbogen von Sascha Metlitzki ins Gesicht. Und der Last spielt jetzt etwas ruppiger. Dann ein Wechsel. Kautz wird eingewechselt anstelle des Manndeckers Unger. Also Friedel Rausch setzt weiter auf Offensive. Der Last hat ja bis jetzt auch gut gespielt. Nur individuelle Fehler haben das Team um die Früchte ihrer Arbeit gebracht. Ratajczyk, der sehr kampfstark spielt, aber dem man doch ein bisschen die Pause ansieht. Hier wird Elfmeter reklamiert. Schauen wir uns die Attacke hier von Kautz noch einmal an. Schiedsrichter Dr. Lerchenmüller hat richtig entschieden. Kein Elfmeter. Rapid zieht sich nun etwas weiter zurück, wartet auf Konter. Der Schiedsrichter spielt hier mit. Was passiert, wenn hier ein Tor entsteht? Kübauer, Stöger, noch immer Stöger. Herrlicher Pass wieder auf Kübauer und der scheitert an Schickelgruber. Eine Riesenmöglichkeit, den Vorsprung von 3:1 auf 4:1 auszubauen. Die Passes in den freien Raum machen den Linzern einige Mühe. Wieder eine gute Aktion vergeben hier von René Wagner. Rapid könnte, und das bemerkt auch Alex Ferguson, schon leicht höher führen. Stöger, gute Einzelaktion. Hier gegen Dubajic und wieder Schickelgruber. Noch einmal Stöger. Und eine Riesenmöglichkeit wird hier geradezu verschleudert. Aber Rapid spielt gut. Hier Foul. Das gibt die gelbe Karte für Scharrer. Zuvor hat sie schon Kautz gehabt. Freistoß durch den eingewechselten Barisic. Und Schickelgruber wieder mit einer guten Rettungsaktion, lenkt den Ball, man sieht es erst hier, an die Latte. Es bleibt also beim 3:1. Aber die Chancen der Rapidler wirklich groß, denn der Lask spielt weiter. Hier steigt Leschak unabsichtlich Kautz auf das Schienbein und der Linzer scheidet mit einem Sprung im Schien- und Wadenbein aus, muss im Herbst pausieren. Dann gibt es mehr Ellbogencheck und Zweikämpfe. Der eingewechselte Scharrer gegen den eingewechselten Barisic. Der bleibt zum Glück an der Nase und im Gesicht unverletzt. Zwei Kämpfe wie hier Schöttl gegen Rieset sind an der Tagesordnung. Auch der Schiedsrichter greift ein. Dr. Lerchenmüller fällt Rieset, den Norweger. Und der muss mit einer Verletzung im Kreuz ausscheiden. Schiedsrichter entschuldigt sich. Aber der Last muss, weil das Austauschkontingent erschöpft ist, mit 9 Mann zu Ende spielen. Rieset scheidet aus. Noch eine Szene hier. Der eingewechselte Berchtold gegen Barisic war das Elfmeter. Kaum zu entscheiden, es bleibt beim 3:1. Also der dritte Sieg in Folge für die Hütteldorfer. Damit ist Rapid auch zurzeit die beste Heimmannschaft in dieser Saison. In der Tabelle führt aber weiterhin Austria Salzburg mit 20 Punkten vor dem FC Tirol mit 18. Rapid hat jetzt
die dritte Stelle übernommen mit 15 Punkten, liegt also nur noch 5 Punkte hinter dem Tabellenführer. An vierter Stelle jetzt Austria Memphis mit ebenfalls 15 Zählern. Der LASK weiter an 7. Stelle, allerdings mit einem Spiel weniger. Und am Tabellenende der FC Linz mit 3 Punkten. So, wir schauen jetzt nochmals ins Tanapi-Stadion zu den Interviews von Andreas Felber. Zunächst einmal zu Trainer, zu Rapid-Trainer Ernst Dokupil, der trotz des Sieges heute ein bisschen Kritik an den Schiedsrichtern übt. Den Beinen war es okay, aber es hat Ellbogen-Checks ins Gesicht gegeben. Jeden Augenblick hält sich ein anderer Spieler das Gesicht. Und da finde ich, muss der Schiedsrichter das auch sehen. Nur der Stöger und der Kübauer, die sind in der ersten Halbzeit speziell sehr stark ins Loch gegangen und das haben wir eigentlich nicht so binden können. Und so ist es eigentlich noch entstanden, dass wir eigentlich noch nie so richtig abschieben haben können auf See. Wir haben zwar schnell 2-0 geführt, haben aber dann das Spiel, glaube ich, zu leicht genommen und haben die Chance nicht verwertet. Wir haben die Fehler gemacht, nicht als wir unter Druck standen, sondern wir waren im Ballbesitz, das ist das Schlimme. Und zwei ganz eklatante Fehler vom Catalia. Er kommt in die Kabine, sagt er, die Niederlage geht auf uns, auf seine Kappe, aber da kann ich mir nichts verkaufen. Hat Alex Ferguson, der Coach von Manchester United, die stärkste Rapid-Mannschaft heute gesehen? Na gut, die stärkste Rapid-Mannschaft ist so, dass wir jetzt von Woche zu Woche stärker spielen. Ob es die stärkste Mannschaft ist, das wird es in den nächsten Wochen sagen, aber ich bin überzeugt, dass wir sicher noch stärker spielen können.